Hey San und willkommen zurück zu XCOM 2. So, erstmal schnell in der Charaktersammlung nochmal alle Charakter auf Importieren drücken. Moment, alle wählen, alle importieren in die Knollentruppe. So, gesamte Gruppe importieren. Dann schauen wir mal, ob jetzt nochmal jemand das Glück hat, neu reinzuspawnen. Ich hoffe mal, dass es geht. Und wir laden natürlich wieder. Letztes Mal haben wir es ja zum Glück geschafft, die Aliens noch ein Stück weiter zurückzudrängen. Das Ende also etwas aufzuschieben. Und vielleicht schaffen wir es jetzt auch, unsere derzeitigen Ziele zu erfüllen und das Ganze schon ein wenig zu intensivieren. Weil ich sag mal, wir haben ja mittlerweile doch schon einiges geschafft. Ja, und vielleicht kriegen wir jetzt nochmal den einen oder anderen Rekruten dazu. Schauen wir mal, ne? Letzte Mission haben wir ja, glaube ich, leider den Turbi verloren. Wenn ich mich da richtig erinnere, durch den kritischen Schaden von 14. Ist bei mir natürlich wieder ein klein wenig her. Und ihr müsstet es eigentlich auch an der Tonqualität merken. Ich habe mittlerweile auch ein neues Mikrofon. Das heißt, ab jetzt in besserer Qualität. So. 2 Punkte. Einer. Okay, 1 Punkt. Besser als nichts. Ja gut, das Projekt können wir noch nicht angreifen, nehme ich an. Wahrzeichen. Wir kriegen da einen Ingenieur. Das wäre schon ganz nützlich. Informationen. Da unten würden wir auch Informationen kriegen. 9, 10, 11, 12. Wir haben aber da auch nochmal 2. Wir haben so gut wie alle, wir könnten fast überall Kontakte herstellen, glaube ich. Dann warten wir lieber ab, wann wir sie brauchen. Weil wir auf jeden Fall hier vorne hin sollten. 9, 10. Dann kämen wir überall hin im Notfall. Wie viele Infos haben wir denn? 81. Ah komm, wir stellen erst den Kontakt her. Setze Kurs auf Sektor 8, Mexiko. Dann haben wir für den Notfall nicht so viel Zeit, die wir später brauchen. Versuche lokalen Unglaublich, dass es so weit gekommen ist. Ich hoffe, dass wir nichts Schlimmeres als diese schrecklichen Bilder finden. Sie schlachten uns ab, Doktor. Was könnte schlimmer sein? Das werden wir gleich wissen. Ich habe die Schattenkammer mit dem Schiffscomputer verbunden. Sie durchsucht seit unserer Rückkehr das von uns gefundene Material. Katalogisiert Sequenzen. Genetische Sequenzen. In schier endlosen Kombinationen. Aber alle mit ähnlichen Genmarkern. Menschlichen. Es müssen Tausende sein. Zehntausende. Und der Vorgang ist noch lange nicht abgeschlossen. Deshalb brauchen wir den Schiffscomputer, um herauszufinden, wo sie herkommen. Indem wir Querverweise zu den Daten bilden, die wir aus dem Advent-Netzwerk haben. Es ist ein Aufnahmeformular aus einer der Gentherapie-Kliniken. Avatar. Was genau ist in diesem Behälter? Es übersteigt selbst meine schlimmsten Befürchtungen. Doktor. Ich glaube, das sind die verschwundenen Zivilisten. Das ist unmöglich. Die Genkliniken. Millionen von Menschen auf der Suche nach Hilfe. Medizinisch geprüft und selektiert. Passende Kandidaten werden zu dieser Einrichtung gebracht und zu dem Material verarbeitet, das wir hier vor uns haben. Aber wozu das alles? Ich habe zu diesem Zeitpunkt noch keine Theorie. Es gibt keine Forschung, die das rechtfertigen würde. Das ist Völkermord, Doktor. Und diese Menschen laufen in ihr Unglück. Wir wissen nicht, was sie mit dem Zeug machen, aber wir können herausfinden, wo sie es hinbringen. Ich hab's. Es ist eine Hochsicherheitsproduktionsanlage.
Normale Verteidigungsvorkehrungen. Dann schlage ich vor, wir statten ihr einen Besuch ab, Commander. Okay. Die gesammelten Informationen könnten uns helfen, den wahren Plan der Aliens zu stoppen. Okay, wir haben also ein neues Ziel bekommen. Commander, ich habe unsere aktuellen Ziele anhand unserer jüngsten Erkenntnisse aktualisiert. Schieß los. Ja, jetzt höre ich dir einmal zu, jetzt bist du ruhig. Okay. Na dann. So, okay, wir haben im Schattenprojekt jetzt auf jeden Fall die Viola hergestellt. Wir wissen jetzt, dass diese Menschen anscheinend verarbeitet werden. So, keine Schattenprojekte offen. Untersuche den Kodex, das machen wir. Schließe den Fiolen-Koordinateneinsatz ab. Der kommt wahrscheinlich als nächstes. Aber erstmal schauen wir hier, ob sich jemand nochmal gemeldet hat. Nein, derzeit. Wahrscheinlich, weil wir so viele Rekruten haben, die Aliens halt waren schon jetzt redest Monster. Du mir rein. Von Anfang an war es ein gescheitertes Experiment nach dem anderen. Du bist auch ein gescheitertes Experiment. Auch wenn sie Experiment. Es mit den Advent-Truppen verschleiern wollen, sind sie unter der Rüstung nicht anders. Und jetzt finden wir eine ganze Einrichtung, die sich mit unserer Vernichtung beschäftigt. Und nicht nur das. Sie verwandeln uns in eine Art Wir okay. haben den ersten Kontakt mit den Widerstandskämpfern in diesem Gebiet aufgenommen, Commander. Sie zeigen uns den Weg in die Alienschmiede. Huiuiui. Ist das eine dringende Mission? Müssen wir die jetzt machen? Anscheinend ja. Dann lasst mich wenigstens vorher... Ja, gehen wir gleich hin. Okay, wir gehen jetzt auf Einsatz starten, fliegen dahin auf Sektor 12, und gehen dann in die Technikabteilung. Ich würde mich ganz gerne vorher vorbereiten können. Ja, dann flieg auch. Aber wenn du nicht fliegen willst, dann gehe ich halt jetzt in die Technikabteilung. Jetzt fliegt er los. Ach ja. Okay, ich hatte eigentlich gedacht, dass sie versuchen, diese neue Rasse zu klonen. Aber anscheinend sind sie wirklich eher sowas wie Material. So, Gegenstände herstellen. Mutationsgerät. Da fehlen die Vorräte. Mist. Vorräte. Plasmageräte. Da fehlen auch die Vorräte. Mensch, müssen wir da jetzt hin? Können wir nicht erstmal da zum Schwarzmarkt? Avenger berechnet neuen Kurs. Zum Schwarzmarkt. Ich brauche jede Menge Vorräte, die wir haben. Der Markt ist offen. So, wir verkaufen hier. Archon-Leichen, ja, passt. Können auch weg. Die können auch weg. Ich gehe mal bis auf 2 runter jetzt bei allen. Man kann ja immer mal welche brauchen. Aber ich möchte genug haben, um Sachen auf jeden Fall jetzt freizuschalten. Hoppala. So. Fortschrittliche Automatiklader, überragendes Zielfernrohr. Die Sachen will ich alle noch nutzen. Sind auch Daten. Okay, wir brauchen also auf jeden Fall. Also entweder wir werden jetzt erstmal. Wir werden die Sachen wahrscheinlich eh nicht wirklich brauchen jetzt. Komm. Advent-Geschütze-Wrack. So. Ich will so viel wie möglich jetzt an Vorräten haben, damit wir jetzt gleich nochmal schnell was kaufen können. Berserker lasse ich nochmal schnell. So, 250 würde schon mal für die Plasmagewehre reichen. Aber wir hätten noch keine Imitationsgranate damit. Wir brauchen mindestens 300. Am besten etwas mehr. Nein, die Gesichtslosen brauche ich. So,
Die müssen da bleiben. Sektopodenwrack kann auch gehen. Schildstecker brauche ich wahrscheinlich auch nicht, aber ich lasse ihn mal drin, falls wir ihn doch mal brauchen sollten. Nanomedikit haben wir nur noch eins. Okay. Hier. So knapp davor. Na gut, hier. Dann kriegt er noch ein paar davon. Datenpad auch. So. Jetzt sollte das aber reichen, um jetzt mal ganz schnell in der Technikabteilung ein paar Sachen zu kaufen. Gegenstände herstellen. So, wir brauchen das Imitationsgerät und wir brauchen die Waffen. Sturmkanone. Plasmagewehr. Plasmagewehr ist wichtiger. Geholt. Und Imitationsgerät. Okay. All diese Menschen, Millionen unschuldiger Leben, laufen unwissend in die Falle der Ex. Jetzt dürfen wir dahin. Jetzt sehe ich es aber nicht. Da. Los geht's. Setze Kurs auf den ostafrikanischen Sektor. Hui. So, okay, die ersten haben jetzt schon mal ihre neue Waffe. Das ist schon mal ganz nützlich. Machen wir mehr Schaden mit. Dann würde ich sagen, kommt weg. Die brauchen wir wahrscheinlich. Kommt weg. Benny. Ich weiß nicht, du bist, glaube ich, nur. Du hast, glaube ich, nur eine Beförderung bekommen. So, dann holen wir jetzt mal Grauton dazu. Versuchen es auch nochmal mit Bradford. Grenadiere. Wir sollten eigentlich mehr Grenadiere einbauen. Private Hall tue ich mal weg. Ach Mist. Unser einziger Grenadier, der gerade noch da ist, ist The Ramen. Der ja ziemlich oft in Panik verfällt. Ich nehme an, das wird dieses Mal auch wieder passieren. Kann man dir trotzdem irgendwie noch ein bisschen was geben? Na, lieber nicht. Lieber nicht, sonst schießt du noch mit einem Granatwerfer auf uns. Aber ich könnte dir das Imitationsgerät geben. So, dann fühlst du dich vielleicht besser ausgerüstet. Von der Waffenverbesserung her fügt noch einen Schaden hinzu. Die ersten zwei Nachladeaktionen, nee, die brauchen wir noch nicht bei dir. Na, da, da. Okay. Seine Zielsicherheit bei dir. Obwohl, die braucht wohl eher der Grauton als du. Du bekommst mal hier diesen Mehrlader. Du schießt ja oft in Panik auf Leute. Vielleicht hilft das. So, dann würde ich sagen, hier darf der Grauton auch noch mal ein bisschen was bekommen. Seine Zielsicherheit war ja, glaube ich, nie so hoch, oder? Ich guck mal kurz. Zielsicher 75%. Das kam mir aber immer anders vor. Na gut. Dann stufen wir dich jetzt auf 90 hoch. Dann solltest du ja wohl kein Problem mehr haben. Überragendes Zielfernrohr. Und du kriegst nochmal diesen fortschrittlichen Automatiklader dazu. So viel vertraue ich dir jetzt. Das heißt, du darfst zweimal kostenlos nachladen. So. Dann gehen wir jetzt weiter. John Bradford. Geben wir dir auch nochmal eine Waffenverbesserung. Einfach um sicher zu gehen. Wildschüsse können Schaden machen.
Soldat fügt dem Schießen 5% keine Runde kostet. Nimm das und nimm den Schaden auch noch mit. So, das kriegt der schon hin. Aber hat er jetzt auch eine richtige Rüstung oder läuft er jetzt da? Okay, hat er. So, Mella hat ein Medikit. Und wer kriegt das zweite? Ich gebe es am besten einfach mal hier dem John Bradford. Jane Kelly kriegt natürlich auch wieder etwas, und zwar dieses Imitationsgerät. Und ein Medikit kann ich tatsächlich noch verteilen. Dann geht das am besten mal hier vorne direkt an den Benny. Wobei, naja, die Schuppenweste geht an den Benny. Damit kann er vermutlich mehr anfangen. Und ein Medikit geht an den Grauton, das steht wahrscheinlich eher hinten. So, starten. Los geht's. Es ist nur, in Anführungsstrichen, eine schwere Mission. Es sind 14 Gegner. Skyranger eingesetzt. Sind in Position für den Einsatz. Wir werden wahrscheinlich ziemlich viel herumballern müssen, aber vielleicht schafft das ja. Wir haben zumindest genug Leute dabei, die das Ganze retten können. Diese Schmiede ist wahrscheinlich eine Produktionsstätte der Aliens und hat wohl etwas mit dem Zeug zu tun, das wir in der Geheimeinrichtung gefunden haben. Advent und die Aliens werden nicht erfreut sein, uns zu sehen. Also rechnen Sie mit schwerem Widerstand. Wir müssen herausfinden, was da drin vor sich geht. Okay. Dann finden wir das mal raus. Leute scheinen auch schon wieder angespannt. Sie gehen wahrscheinlich auch davon aus, dass mindestens einer stirbt. Das ist hier wirklich schon die neue Suicide Squad. Die große Frage ist natürlich, wer stirbt. Entweder Benny, Grauton oder vielleicht The Ramen, der jedes Mal in Panik verfällt und irgendwas Dummes macht. Das sind so die drei, wo ich jetzt sagen würde, yo, die könnten auf jeden Fall Probleme haben in dieser Mission. Besonders, weil sie alle noch relativ jung sind, was den Rang angeht. Wobei, da stimmt es natürlich auch, Bradford könnte da auch dabei sein. Menace 1-5, hier Avenger. Die Einrichtung ist in Reichweite. Untersuchen Sie sie. Der Trupp ist verborgen. Gut, der Trupp ist schon mal verborgen. Das hören wir gerne. Geh da hin. Er sieht nichts. Er sieht natürlich nichts. Warum sollte er auch? Okay. So, Benny, nach unten mit dir. Scheint noch alles gut. Wir könnten uns hier vorne auf den Tower bringen. Von da aus schießen. Und ab geht's. Bringen die Leute aber jetzt erstmal in Position, weil wir wissen ja nicht, wo sich diese Feinde verstecken. Immerhin sehen wir ja mittlerweile, wie viele es sind. Das ist gut. Jawohl. Soweit noch alles völlig okay. Bewegung, Bewegung! Da hinten ist was, aber kein Feind, glaube ich, sondern so ein Wachturm. Sonst hätte der was angezeigt, oder? Nee, da ist nichts. Ich dachte, das wären diese roten Felder. Achso, das ist Ramen, der. Der muss eh nach vorne. Das darf ich mir nicht zweimal sagen. Der kann ja nicht einfach nach unten rennen. Ich überlege gerade, ob ich ihn vielleicht nicht einfach hier hinstellen soll. Die Wahrscheinlichkeit, dass er da etwas trifft, ist wahrscheinlich höher. Weil wir haben ja auch noch einen Grauton da.
Den könnten wir auch da hinstellen. Das steht eh schon in der Nähe. Got it covered. Wir hören schon einen Sektopoden. Grauton? Da ist. Da ist ja unser Grauton. Nähere mich der Zielposition. Hoch mit dir. Ach, das ist so ein dichter Nebel hier. Wahrscheinlich sehen wir jetzt ungefähr genauso viel wie der Gegner. Versuchen was. Wir gehen dahin. Verstanden. Bewege mich zum Ziel. Ramen los. Keinen Gegner bis jetzt gesehen. Verstanden. Rücker. Ich kann die Melle zumindest schon mal daneben stellen. Alles gut. Wir erinnern uns. Nie sofort. Okay. Mit allen irgendwas drücken, sondern erst alle ziehen lassen. Verstanden. Rücke ab. Das kann immer passieren, dass wir noch jemanden aufdecken und dann sind wir froh um jeden Schuss, den wir noch haben können. So, okay. Benny, ziehe ich auch mal nach vorne. Nähere mich der Zielposition. Lauf. Sehr schön. Die Augen auf. Gebe Feuerschutz. Bin dabei. Feuerschutz. Wir haben alle Zeit der Welt. Wir müssen uns gar nicht. Müssen uns jetzt gar nicht groß hier verausgaben. Auf in die nächste Deckung. Was ist da? Ich sehe nichts. Oho, okay. Jetzt sehe ich was. Vielleicht sollten wir das Vieh einfach kommen lassen und mit den Pistolen hier schießen. Mit den. So kriegen wir den Sektopoden wahrscheinlich am schnellsten kaputt. Schieß. 73%. Daneben, Kerl! Feind steht noch! Deckung ist aufgeflogen. Mittlerweile ist er ja echt problematisch. Der hat noch nie wirklich jetzt als neuer Rekrut mal treffen können. So, vier Treffer immerhin. Minimal damage. Frage ist, wollen wir mit ihr nicht lieber einfach untertauchen und gehen? Natürlich. Auf an die Seite. Und schießen. The fuck? Warum hat das jetzt getroffen? Ich habe keine Ahnung, warum du den gerade getötet hast. Ach so, du hast diese... Ach cool. Deine Magnetkanone hier. Kostenlose Sofortkills. Super. Mensch, hast dich schon bezahlt gemacht. Okay, ich gehe. So, Melle? Bin dabei. Okay, also. Was ist da drüben? The Ramen hat sich tatsächlich hier schon gelohnt. Und wenn er es schafft, biete Feuerschutz. Könnte er hier vielleicht sogar. Bestätigt. Überwachung läuft. Seine Erschütterung wegbekommen. So, dann würde ich jetzt langsam unsere Scharfschützen mal nachziehen.
So, da steht er. Und unser Grauton kommt da vorne. Alles klar. Geht in Ordnung. Genau, Benny, ab nach vorne. Alles gut. Gebe Feuerschutz. Dann ab Winterkung. Wird schon nichts passieren. Ja, hoffen wir's. Passiert. Gebe Feuerschutz. Schon unterwegs. Alles gut. Mir entgeht nichts. So, und du darfst dich einfach mal verwerfen. Ich war nie hier. Gute Entscheidung. So, okay. Jetzt gehen wir da vorne hin. Du kannst für uns jetzt nochmal. Klein wenig den Scharfschützen spielen. Den Spotter spielen. Den Spotter. Bestätigt. Keiner? Immer noch nicht? Man hat's doch gehört. Hier war doch was. Na gut, dann. Geh mal dahin. Verstanden. Bin unterwegs. Okay. Kann man da hoch? Ah. Ich weiß nicht, ob das da reingeht. Ich glaube nicht. Dann wohl eher nicht. Dann gehen wir mit ihm hier vorne hin. Ist zumindest eine kleine Erhöhung. Wir ziehen mit dem Rest einfach nach. Passieren. Wir haben ja hier Jane Kelly vorne. Geht in Ordnung. Passt schon. Biete Feuerschutz. Kein Problem, Boss. Bestätigt, Überwachung läuft. Solid copy. Genau, und Central darf weiter nach vorne rennen. Aha! Zwei Stück. Wie sieht's aus? John Bradford hat keinen Schuss drauf. Here I come. Jetzt hat er ja Schüsse drauf. Dann lad mal lieber nach. Back online. Du hast auch keinen Schuss drauf. Dabei habt ihr doch Truppsicht. Mensch, Leute. Stell dich das weiter nach mir vorne. Nicht zweimal sagen. Er hat ja zum Glück kostenloses Nachladen. Der kann schießen, wie er will. Wenn wir hier mit ihm schießen wollten. Okay, da fehlt noch ein bisschen. Bestätigt, Überwachung läuft. Mir entgeht nichts. Klingt machbar. Ramon bringen wir weiter nach vorne. Feuerschutz. Mit ihr auch Feuer. Bestätigt, Überwachung läuft. Okay. Interessant, wo die so hinlaufen wollen. Prozent. Schieß. Sieben Schaden, sehr schön. Das sollten die jetzt eigentlich aufwecken. Aber nicht klar genug rankommen, damit Jane Kelly aufgedingst wird. Das heißt, können hier nochmal schießen. 36%. Mein Gott, was hast du denn für Trefferchancen? Du hast schon 15% mehr. Na, immerhin hat er sie mal genutzt. So. Und es ist noch kein Kill. Okay. Jane Kelly bleibt erstmal da. Ich will sie nicht unnötig nach vorne schicken. Okay. Aber die Melle können wir nach vorne schicken. 27%. Ich habe keine Ahnung, warum die alle so niedrige Schuss.
Wahrscheinlichkeiten haben. So, er steht frei. Und kein Treffer! ...58% für einen freistehenden Charakter. Okay, ich gehe. Stück näher ran. Stehen beide. Stehen beide sowas von frei. Schieß auf den anderen. Daneben, Kerl! Konzentriere dich! Daneben ist nichts, was ich hier gutheiße. Natürlich. Ramen, Stück nach vorne. Du konntest von da aus auch schießen. 64%. Okay. Immerhin denjenigen, der markieren konnte, weg. Habt ihr das gesehen? Meine Munition wird knapp. Ich will die Deckung nicht. Ich will sie nicht aus der Deckung bringen. Da vorne steht nämlich schon wieder was. Jawohl. Hier wird sie schon mal nicht erkannt. Oh. Ja, ja, ist gut. Ich will sehen, wo sie hinläuft. Und ob sie was sieht. Feindlicher Trupp geortet. Okay. Der Trupp wird gesehen, aber sonst nichts. Okay, der hat den anderen in Alarmbereitschaft gesetzt. Nee, doch nicht. Der ist nur abgehauen. Okay. Wahrscheinlichkeit, der trifft den anderen gar nicht mehr. Was ist denn mit euch Scharfschützen los? Ihr sollt doch Scharfschützen sein. Let's move already. Weiter nach vorne. Nachladen. Ready to go. Unterwegs. Bringen wir den Grauton so nah ran wie möglich. Benny kommt schon mal hier in diesem Cover. Scanne Gebiet. Zumindest ein bisschen wird schon nicht stärker. Passieren. Hier gehen wir mal in die volle Cover. Scanne volle Gebiet. Deckung. Hier sollte noch nichts passieren, aber ich bin zu vorsichtig. Besonders The Ramen sollte er diesmal keinen Schuss abkriegen. Das kann ich machen. Wir bringen ihn mal dahin und lassen ihn nachladen. Dann mal los. Okay. Noch ist da alles in Ordnung. Gehen Sie noch mal ein kleines Stück da vorne hin. Mir entgeht nichts. Falls sie aufgedeckt wird, kann sie wenigstens schießen. Wohin rennen die? Wohin rennen die Leute? Das. Wir könnten eigentlich rein. Das. Dem anderen ist es anscheinend total egal. Ich weiß noch nicht, wie weit wir sie sehen können, wenn wir jetzt da langlaufen. Das wäre vielleicht total... Kann man schon verantwortungslos dafür sagen, die Leute da in Ruhe zu lassen? Ich werde auf jeden Fall jetzt mal gucken, dass wir weiter nach vorne marschieren. Zumindest bis hierhin sollten sie mich nicht sehen. Na los, zeigt euch!
So, Bradford auf die andere Seite. Da musst du schießen können. Da musst du einfach schießen können. Und er auf diesen. Jawohl! Okay. Noch hat's von denen keiner wirklich gemerkt. Bringen wir Benny am besten mal nach vorne. Bin dabei. Mit Overwatch. Kein Problem, Boss. Dann stellen wir The Ramen hier vorne an die Seite. Gebe Feuerschutz. Overwatch. Die rennen immer noch weiter. Begebe mich zur Zielposition. Stück hier hin. Gebe Feuerschutz. Feuerschutz. Und schon rennen sie wieder in die andere Richtung. Und Feuerschutz. Sowas von daneben. Aber die müssten jetzt aktiviert sein dadurch. Beim nächsten Mal treffe ich ihn. Jo, da sind sie aktiviert. Sehr schön. Den ersten haben wir schon. Der Rest hat zumindest eine Menge Schaden gekriegt. Alles schön. Flankiert. Sie haben mich. Okay. Ja, ja, aber jetzt darf ich erstmal. Wir haben kein Übernahmeprotokoll. Warum nicht? Dann geh ein Stück ran. Geht in Ordnung. Jetzt haben wir ein Übernahmeprotokoll. Lass mal gucken, wie gut das ist. Holen wir ihn uns. Ich würde meine Imitationsgranate nur ungern jetzt schon benutzen. Nur 100% Chance für eine Abschaltung, das ist gut. Für 52% ihn abzuschalten, ihn zu übernehmen. Ja, ich glaube, Abschaltung reicht. Wir gehen sicher. Hier. Gut, dass wir es gemacht haben. 100% ist einfach eine gute Wahrscheinlichkeit. Wir sind drin. So, der ist für 2 Runden weg. Den können wir gleich gemeinsam kaputt machen. Jetzt kümmern wir uns um den Rest. So, 21%, 45%. Ja. Ihr seid alle noch nicht so wirklich gut, ne? Schieß mal drauf. Na, immerhin den einen Schaden. Come on! So, Grauton, du darfst. 83%, 40%, 60%. Komm, du brauchst den Kill. Hol ihn dir. Sehr schön. Bedrohung ausgeschaltet. Okay, ich gehe. Jetzt darf der Benny an der Seite ihn flankieren gehen. Gilt das schon als flankieren? 41% wohl eher nicht. Schon unterwegs. Dann schicken wir halt hier noch The Ramen weiter nach vorne. Er darf den Sprengschutz schon mal machen. Sprengschutz, nicht Sprengschutz. Damit steht er ungedeckt. Hat aber gerade sich selber in Feuer ge... Wie hast du es geschafft, dich selber in Flammen zu... Kerl! Das kann doch nicht wahr sein. Er hat sich gerade selbst in Flammen... angezündet. Ach, okay. Komm, Benny, du machst das jetzt. Daneben. Muss mich zusammenreißen. Brauche heißt, wir Munition. Haben noch sie. Hiermit hätten wir 10 bis 12. Damit hätten wir 7 bis 9. Dann brauchen wir lieber die 10 bis 12 und laufen zumindest nochmal.
Hier vorne in die Deckung. Ne, hier vorne in die Deckung. Rücke zur Zielposition vor. So, komm, mach ihn fertig. Ja, und du das nochmal. Sehr schöner Treffer. 30 Schaden. Er ist erledigt. Das sollte ich mir aus der Nähe ansehen. Unerbittlich. Ja, dann, hier. Wechsle Position. Ja, okay. Fortschrittlicher Stecher haben wir bekommen. Ich hab es. Und da haben wir neue Gegner aufgedeckt. Das ist blöd. Die stehen jetzt auch extrem blöd dafür. So, er ist nochmal deaktiviert für eine Runde. Das heißt, wir werfen gleich die Imitationsgranate. Daneben, sehr schön. Ah ne, unantastbar, sehr schön. Mehr hast du nicht drauf? Darf ich jetzt? Lass mich bitte. Teleport. Ah, Teleport. Was macht der da? Ach, dieses Nachladeding. Teleportierten und schießen, das ist gemein. Das ist ja mal echt gemein. Das Feuer wird schlimmer! Ja, ja. Ich brenne! Wieso hast du dich auch in Brand gesteckt? Wie dumm bist du überhaupt? Natürlich. Steckt sich selber in Brand. Das muss man auch erstmal schaffen. Wird schon nichts passieren. So, sie geht hier raus, wird erstmal am besten The Ramen heilen. Ansonsten ist das erschüttert. Mega-Hacker. Ist das hier? Brennt. Ja, okay, dann machen wir das jetzt. Dann kriegt er jetzt die Gremlin-Heilung. Damit er seine Erschütterung nicht bekommt. Weil er hat ja jetzt gerade, da hat er noch keinen Schaden bekommen. Null Trefferpunkte geheilt. Das hört man auch oft. So, wir schicken. Imitationsgranate da vorne hin. Du darfst einmal kostenlos nachladen. Waffe geladen. Und schieß auf den mit der besten Wahrscheinlichkeit. Ah, die Codexi müssen jetzt noch nicht sein. Erstmal der Mensch. 5 Schaden, okay. Rüstung wurde getroffen. Redford. Du darfst schießen. 57 auf den Mac. Ja, okay, scheint auch das Höchste zu sein. Dann schieß. Sehr schön. You see that? Na, und wie ich das gesehen habe. Was ist da drüben? Drei bis vier Schaden macht das nur. Ja, dann kannst lieber nachladen. Alles im grünen Bereich. Kein Problem, Boss. Ab in die Deckung. Kannst du flankieren. Ja, zum Glück können wir noch weiter über die Brücke. Daneben, sehr gut. Dann haben wir nämlich jetzt noch genug Möglichkeiten. Oh.
5. Okay, das heißt, sie müssen alle auf die Granate schießen. Das ist gut. Die können von mir jetzt auch töten. Okay, daneben. Alles gut. Müssen wir jetzt gucken, dass wir die auch sofort ausschalten. Das heißt, ich würde jetzt hier erstmal auf den... Wie heißen die? Archimedon oder sowas, ne? Auf das Ding schießen. Kritischer Schaden, yippie. 5 Treffer. Sehr gut. Kommen wir noch zu. Du jetzt auch nochmal. 75% Chance, ihn zu treffen. Nochmal schöner 4 Schaden. Sehr schön. Ziel getroffen, minimaler Schaden. Ach, was heißt minimal? Der war schon ganz gut, der Schaden. So, du musst erstmal nachladen. Du musst auch mal nachladen. Alles im grünen Bereich. Es kann losgehen. 64%, schieß drauf. Erledigt. Ganz sicher erledigt. Okay. Drei bis vier Schaden. Das ist echt nicht viel. Ich überlege gerade. Ich glaube, ich werde die Imitationsgranate nochmal nutzen. Befehl bestätigt. Wir bringen Jane Kelly hier vorne in die Deckung. Greifen an. Nein, nicht mit Feuerschutz. Wir greifen an. 99%. Hier. Die. Das könnten wir direkt einen Kill machen. Sehr schön. Ziel ausgeschaltet. Munition alle. Prozent, 58%. Ja, dann schießen wir auf Andromedon. Und jetzt darf The Ramen nochmal seine Imitationsgranate werfen. Wir tun die am besten mal hier vorne hin. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich will sicher gehen. Du darfst noch mal in Deckung gehen. Verstanden. Rücke aus. Teleport direkt daneben. Fünf. Okay, das heißt, der Andromedon muss auch mit drauf. Ich muss sagen, die sind auch schon echt gut, die beiden. Stehen schon so gut zusammen. Man könnte eine Granate werfen, aber leider würde das den Kodex nur quasi verstärken. Ich möchte den erstmal weghaben, den Kodex. Nachladen. Ich bin bereit. 95% und wir könnten ihn sofort töten. Hat gereicht. Sehr schön. Abschuss bestätigt. So, vielleicht brauchen wir auch gar keine Granate dafür verwenden, sondern The Ramen kann das jetzt einfach mal machen. Hat's gereicht? Nee, leider nicht. Schade. Aber 7 Schaden sind gut und es hat fast zu einem Kill gereicht. Was ist da drüben? Also melde nach vorne mit dir. Hol dir den Abschuss. Sehr schöner Treffer. Den habe ich ganz sicher erwischt. So, ich rechne mal kurz zusammen. Hier haben wir auf jeden Fall gerade 2 Kodexi dieses Ding erledigt. Sind schon mal 3. 4. Der hier 5, 6, 7. Haben wir auf jeden Fall schon. Hinten den Sektopod sind 8. Heißt, es sind noch etwa 6 Gegner da.
So, wir bringen die Leute erstmal alle wieder zu uns. Wir haben ja alle Zeit der Welt dahin zu kommen. Und er hat sowieso kostenloses Nachladen. Da ist alles okay. Und ab geht's! So. Hüpf. Wird schon nichts passieren. Auf nach vorne mit dir. Und nochmal nachladen. Ich nehme an, drin sind noch welche. Holen wir sie uns! Und auch nochmal nachladen. Nachladen geht nicht? Okay, ja dann. Ach so, ich bin in Feuer-Dingsbums. Da machen wir einfach Zug beenden. Da steht sie nämlich schon ganz gut. Einmal nachladen. Let's rock! Tired of waiting around. Und weiter nach vorne mit ihm. So, Grauton darf auch nochmal weiter nach vorne. Okay, bin unterwegs. Tu das. So, The Ramen hat erstmal auch ziemlich gute Leistung vollbracht. Ich würde ihn jetzt ein bisschen weiter hinten lassen, damit er halt nicht angeschossen wird. Hier vorne sollte es reichen und dann einfach Overwatch. Zeigt euch. Jetzt gucken wir am besten hier mal schnell rein. Geht in Ordnung. Das sind keine Zivilisten. Das sind Advent-Einheiten. Ja, und dem Zustand des Subjekts nach würde ich schätzen, dass es erst vor kurzem hergestellt wurde. Kein Wunder, dass es so viele von ihnen gibt. Okay. Biete Feuerschutz! So, wir gehen vorsichtig vor. Wir wollen ja jetzt keinen verlieren. Geht in Ordnung! Bestätigt! Überwachung läuft! Versuche den Reihenraum. Da ist keine Deckung mehr, da gehen wir nicht hin. Schon unterwegs! Verbergen geht leider nicht mehr. Aber nachladen. Holen wir sie uns! Okay, Benny? Auf in die volle Deckung hier vorne. Okay, ich gehe. Wir sehen zumindest keinen Gegner. Dann würde ich jetzt John Bradford einfach mal hier vorne mit seinem Snipergewehr hier vorne hinstellen. Steppen auf! Haben wir schon mal jemanden, der da reinschießen kann? Und wir gehen da gleich durch. Kommt Grauton hier vorne auf die Seite. Los geht's! Hat er zwar keine volle Deckung, aber die Sichtweite müsste um. Feuerschutz! So. Der Rest das lasse ich mir nicht zweimal sagen! Sporte los! Ja, ja, wir sporten schon. Zuerst Menschenkörper und jetzt Advent. Irgendwas sagt mir, dass die nicht entführt worden sind. Sieht mir eher nach einer Produktionsanlage aus. Die Konfiguration ist anders. Kann das sein? Kann es sein, dass hier die Advent-Truppen herkommen? Nichts ist unmöglich, wenn man es mit diesen Aliens zu tun hat. Okay. Jetzt ist nur die Frage, sollen wir die hier auch alle ausschalten? Rücke aus! Scanne Gebiet! Hat das jemand gehört? Hinter uns? Das wäre blöd, wenn die jetzt hinter uns kommen, aber ist natürlich möglich. Wir gehen jetzt mal hier hin. Ich rücke aus! Scheint noch alles okay. Können wir da vorne durch, nehme ich an. Ich weiß nicht, ob da eine Tür ist oder nicht. Aber ich glaube ja. Bestätigt! Dann schicken wir dich jetzt auch rein. Hoppala, da solltest du nicht hin. Da hat er sich vertan.
Da sollst du hin. Macht ja nichts. So, okay. Wir müssen die Leute langsam reinschicken, dass sie draußen jetzt konfrontiert werden. Ich will wenigstens die Mission hier schaffen. Und soweit ich weiß, wissen die da draußen ja noch nicht genau, wo wir sind. Go, go, go! Also raus hier. In Ordnung! So, Melle geht da auch hin. Ach, wir können da einfach drüber laufen. Ja, dann ist ja gut. Dann ist ja alles gut. Und einen würde ich gerne hinten haben. Der ist ein bisschen... Natürlich! Mir entgeht nichts. Gebe Feuerschutz! Da draußen ist etwas! Wir müssen gar nicht alle töten. Wir müssen nur gucken, dass wir hier... dass wir hier auch durchkommen. Okay, da ist eine Tür. Okay. Das ist im Notfall ein Schwert. Alles gut. Okay, wir können uns hier aufbauen. Das ist gut. Los, los, los! Dann schicken wir erstmal alle rein. Untersuchen den Reihenraum. Don't need to ask twice. Jojo, passt schon. Bin gleich da. Hier, unser Grauton wird dann den Rücken auch nochmal absichern. Wenn jemand von hinten kommen sollte, kann er schießen. Und der Benny kommt jetzt hier vorne hin. Bewegung, Bewegung! Ich glaube, dann haben wir auch alle zusammen. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, und Melle. Ripcord heißt sie mittlerweile. Na dann, Ripcord, Melle. Los geht's. Feuerschutz. Feindbewegung vor uns. Okay, und Tür öffnen. Schild Minus 154 Avenger. Ziel in Reichweite. Das Evakuieren müssen wir wo tun? Okay. Ich würde ganz gerne... Nähere mich der Zielposition. Erstmal mit jemandem reinrennen. Okay. Da haben wir sie. Lange nicht mehr gegen Viper gekämpft. So, John, du darfst zuerst. Du darfst nicht. Dann darf Grauton zuerst. 70% auf den Archon. Oder 50% auf die Viper. Nehmen wir die 70% auf den Archon. Daneben! Grauton! Am Ziel vorbeigeschossen! Ich bin enttäuscht. Ich bin stark enttäuscht von dir. 47 oder 35? Dann nehmen wir die 47 auf den Archon. Komm. Ich bin enttäuscht von euch. Still moving! %43. Schieß. Schon wieder daneben. Es trifft halt keine Sau. Nicht einer hat getroffen, ey. Ach, guck mal an, du kannst da durchschießen. Ah, okay, da würden wir unser eigenes Ding kaputt machen. Werfe Granate! Aber die Granate wäre ganz nützlich. Er brennt. Brennen ist gut für dich. So, jetzt können wir entweder sie wieder zurückbringen oder sie mitten hier drin lassen. Das wäre blöd. Ist beides blöd. Können sie auch nicht in volle Deckung zurückgehen lassen. Ja, wir können sie zumindest hier vorne in die volle Deckung stellen.
Bestätigt. Ich bin mir sicher, der Archon kommt, deswegen Feuerschutz. Schieß! Jetzt aber! Schöner Treffer. Feinde greifen von den Seiten an! So. Ach, es ist nur Bradford. Der hält das aus. Okay, die Viper. Daneben, sehr schön. Stehe hier unter Beschuss! Die andere Viper. Auf wen? Oh, ich fühle mich nicht so gut. Mich vergiftet. Das ist nicht cool, was du da versuchst. Bin getroffen! Ja, ich hab's gemerkt. Verdammt, das tut weh! Und da geht The Ramens volle Geschichte wieder hin. Er ist vergiftet worden. Das steht ja schon nicht an erster Stelle und wird trotzdem nochmal angegriffen. Naja. 61%, komm. Machen fertig. Damit fällt der Archon schon mal weg. Erledigt. Ganz sicher erledigt. Reservemunition. Du darfst Heilung machen. Heilmodus. Sie braucht das sowieso. Ah, jetzt ist sie so oder so wieder vergiftet, wenn sie durchrennt. Na gut, hätte ich das gewusst, hätte ich es anders machen sollen. Naja, okay. Das ist halt eine... 7 bis 9, ja. Irgendwas stimmt nicht. Dann los. So, gestreift und sie brennt. Das wird nicht reichen. Kein Problem, Boss. Du gehst dahin. Stehst zwar so ein bisschen offen, aber... Wenn das alles so nach Plan klappen sollte... Okay, dann würden wir das Ding auch mit erwischen. Dann sprengen wir die halt da hinten Deckung weg. Nimm das! Sehr schöner Treffer. Jetzt sollten wir sie beide erwischen können. 36%. Na, versuch's mal. Sehr schön. Solche Treffer wollte ich sehen. Okay, Grauton kann nicht treffen. Ist vielleicht da immun. Ich gebe mich zu dieser Position. Das zeigt jedenfalls. Ja, er ist immun. Darf kostenlos nachladen. Holen wir sie uns! Und geht zum nächsten Mal auf Feuerschutz. Hilfsprotokoll hätten wir noch. Oder wir versuchen einfach mit 76% zu treffen. Das versuchen wir. Sehr schön. Die haben wir wohl genau erwischt. So. Dann können wir die jetzt Munition gleich rein. Wird knapp. Ich brauche hier etwas Hilfe. Ja. Du kriegst gleich deine Hilfe. Hilfe! Und er ist in Panik. Du dummer Wicht. Er ist schon wieder in Panik. Wenigstens schießt er nicht auf unsere Leute. Here I come. Du gehst dahin. Heilst dich einmal. Settle down, you're fine. Ganz genau, settle down, you're fine. 5 Trefferpunkte geheilt. Hier haben wir keine Heilung mehr. Grauton hatte eine Heilung. Du kannst dich einfach mal hier vorne nähere mich der Zielposition an The Ramen stellen und ihn heilen. Auch wenn er dich einmal über den Haufen geschossen hat. Zurück in den Kampf mit dir. Man darf ja nicht nachtragend sein. So, 2 Trefferpunkte geheilt.
Wenn er da rennt, führt er sich selber. Ah, nee. Nervöser. Hoppala. Wenn es sein muss. Ich wollte eigentlich nur den Wegpunkt setzen, aber naja, okay. Hauptsache, er rennt da vorne nicht durch die Brühe. Und sie ist dagegen immun. Wenn es sein muss. Biete Feuerschutz. Bin auf dem Weg. Und dran. Hier. Sieht aus wie... Vorsicht! Das Exemplar muss um jeden Preis unversehrt bleiben. Okay. Na, haben sie uns da etwa geklont? Manus 1-5. Erlangung des Pakets bestätigt. Zur Evakuierungszone vorrücken. Nehmen wir diejenigen, die wir jetzt kaum brauchen, fürs Aufheben. Gebe Feuerschutz! Okay, die stehen ganz bei uns in der Nähe. Die wollen wahrscheinlich direkt uns an dem Posten da abholen. Ich bin getroffen! Ja, okay, du bist immer noch vergiftet. Das sollte aber bald aufhören. Wer ist jetzt bitte gerade in Panik geraten? Melle, bist du in Panik? Nein. Rahmen ist mal wieder in Panik. Warum auch immer. Ich habe ihn gerade geheilt und alles, aber gut. So, wir nehmen jetzt mal Grauton. Bestätigt, drück aus. Oder lieber Bradford. Naja, wir nehmen den Grauton, weil ich glaube, er hat tatsächlich die schlechteren Chancen, jemanden zu treffen. Er hat bis jetzt zumindest am wenigsten getroffen. So, die Leute sind auf jeden Fall da vorne irgendwo. Das heißt, wir schicken am besten erstmal jemand anderen raus. Am besten hier vorne Jane Kelly. Die ist halt gewohnt. Gehen wir direkt mal hier vorne in die volle Deckung. Alles klar! Keinen Gegner zu sehen. Dann würde ich sagen, wir gehen hier oben rauf, wenn das irgendwo geht. Da vorne geht es. Dann haben wir den Höhenvorteil. Kommen auf der anderen Seite runter. Und alles ist happy. Alle sind happy. Los, los, los! So, den Benny stellen wir jetzt da vorne hin. Unsere Melle stellen wir hier vorne hin. Bin schon hin. Dabei! Ich hoffe mal, das reicht noch, aber die müssten uns ja erstmal sehen müssen. Kommt an die Seite der Bradford. Und Rahmen hört wieder was. Er könnte aber auch einfach mal gehen. Anstatt die ganze Zeit in Panik zu bleiben. Ich brauche ein Medikit. Wir haben kein Medikit. Du musst durchhalten. Es ist nicht mehr weit. Panik entfernt. Komm zurück. Ah, ich will doch nicht in dieses Feuer starren. Ich will doch hier. Bin unterwegs. Ach ja, The Ramen. Der ewig Erschütterte. Already there. Bradford, ab nach oben mit dir. Grauton. Du hast den Kerl dabei. Ich
Ich würde dich ungern in die erste Reihe schicken. Ich bring dich mal hier vorne. Bewegung, Bewegung! Da kann er zumindest nur schwer von der Seite flankiert werden. Wenn wir uns ranhalten, kommen die von hinter uns gar nicht ran. Bin gleich da! Benny auch mit nach oben. So, Mella hat kein Medikit immer noch. Nur eine Gremlin. Gremlin-Hilfsprotokoll. Ah, ich habe so das Gefühl, dass wenn ich sie dahin bringe, ich die Leute aus. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen! Das würde ich gerne noch aufhalten. Erstmal kommen unsere Leute nach oben. Alles klar! So, wenn was passiert, sind die schon mal da. Leise, habt ihr das gehört? Aha, wir müssen ja gar nicht dahin. Okay, und wir haben einen großen Mac dabei. Einen großen Mac. Okay, das schreit schon richtig nach Welle. Übernahmeprotokoll. Den holen wir uns. Du hast es letztes Mal schon super geschafft, vielleicht klappt es ja auch jetzt. ...60% für eine Abschaltung. Mach das. Schaff das. Ja, sehr schön. Abgeschaltet. Haben Zugriff. Der Mac ist vorerst... ...erstmal keine Bedrohung für zwei Runden. Bradford, 65%. Okay, auf den Mac, aber immerhin. Dann schieß. 5 Treffer. That armor's tough. Das glaube ich. So, The Ramen müsste eigentlich mit nach oben. Wenn wir eine Deckung für ihn hätten, gehen wir hier ein Stück nach vorne. Wenn wir da hingehen, haben wir keine. Von hier aus. Was ist da drüben? So, dann kommt Ramen hoch. Das kann ich machen. Was hast du denn? 76% Chance, den Schildträger zu erwischen. Das wäre gut. Mach das. Panzerung getroffen. Okay. Negativ, Waffe ist leer. Ah, Mist, so knapp. So knapp. Hier, ich wollte jetzt das Schwert-Tanz-Geschicht-Gedöns machen. Aber nö. Hat nicht geklappt. Aber wir können ihn schon mal in die Luft sprengen. Der ist dann schon mal weg. Der andere steht dann ohne Deckung. Wieso nur zwei? Ach. Er sollte doch nicht überleben. Der muss weg. Wir haben nur noch euch beide. Wird erledigt. Kraut und Lauf. Okay, wir machen was. Ziehe los! Er rennt da vorne hin. Granate auf ihn, der andere ist eh nur ein Renner. Köpfe unter! Sehr schön. Keine extra Schilder für euch. Unerbitterlich. Und jetzt geht's weiter dahin. Verstanden. Bewege mich zum Ziel.
betäubt. Für eine Runde, den müssen wir jetzt ausschalten. Und er rennt. Hoffentlich betäubt er keinen. Wohin rennst du? Meine Position und er betäubt einen. Komm, Sie verlagern ihren Angriff. Ihr wollt mich doch alle verarschen. Ah, es reicht noch nicht. Für dich nachladen. Du triffst nur ihn. Waffe geladen. Bei 45%. 45% ist nicht viel. Wir gehen am besten tatsächlich nach vorne. Flankieren und schießen ihn so ab. Wie geht das? Ich hab es wohl nur gestreift. Streifschuss. Du willst mich doch verarschen, keine verdammt. Munition. Willst mich doch verarschen. So, setzen wir ihn ab. Vorsichtig jetzt. 59%. Okay, den haben wir. Bestätigt Abschuss. Fang! Den bomben wir jetzt runter. So, der hat noch 3 Schaden. 3 Leben. Eine davon hat 3 bis 4. Da er aber noch Rüstung hat, brauchen wir wohl eher das. Das hat 6 bis 8. Wir sind hier bei 79%. Ich speichere mal schnell ab. Das kann echt alles entscheiden. Knolle 8. So. Ich werde das Ganze jetzt so machen. Ich laufe da vorne hin, hoffe, dass ich da noch eine bessere Chance kriege. Wird schon nichts passieren. Um sicher zu gehen. Und das könnte jetzt tatsächlich auch der Kill sein. 82%. Okay, komm. Sehr gut gemacht. Bewegt er sich auch nicht mehr? Nein, du hast alles richtig gemacht. Brauche Munition! Dann trägt Jane Kelly jetzt mal hier den... Ich hab dich! Den Kerlchen. Das Kerlchen. Begebe mich zur Zielposition. Und geht bis dahin. Da kann vielleicht nichts passieren. Hoffen wir mal. Und im Spurt sollte sie es schaffen, bis nächstes Mal dahin zu kommen. Noch jemand da? Nein. Okay. Zu Ben. So, jetzt muss jemand noch John Bradford mitnehmen. Das macht am besten hier vorne einfach die Melle. Die steht ja gleich da. Okay. Ich gehe. Einer ertragen. Schön die Augen offen halten. Ja, Central. Was ist da drüben? Lauf. Tempo! Mit Jane Kelly spurten wir auf jeden Fall jetzt schon mal da rein. Bringen das Ziel mit nach draußen. Haben damit schon mal die Mission geschafft. Evakuierung bestätigt. So, und jetzt gucken wir nur noch, dass wir die anderen Leute sicher da rausbringen. Menace 1-5, Status bestätigt. Zielpaket ist gesichert. Ja, schön. Du sitzt gerade bei mir bewusstlos auf der, Und ab geht's! Bist gerade bei mir total bewusstlos auf der Schulter, aber du darfst schon mal bestätigen, dass alles so ist. Okay. Okay. So. Bringen die Leute nochmal so da in Stellung, damit die Melle gleich auch sich heruntergehen kann. Rücke aus! Und ich frage mich, ob hier The Ramen irgendwann nochmal seinen Malus wegkriegt. Diese Erschütterung. Das geht ja gar nicht. Ah, nein. Reicht noch nicht.
Also und noch eine Runde. Nächste Runde sollten alle gehen können. Seid okay. Wie sieht's mit dir aus? Du kommst auch da rein, ne? Ja. Okay, dann machen wir hier zu beenden. Da vorne bewegt sich was. Das ist egal. Solange die keinen Feuerschutz machen, ist alles gut. So, Melle. Du hast den Verwundeten, du gehst zuerst da rein. Okay. Du musst auf jeden Fall sichergestellt werden. Egal, ob du was aufdeckst oder nicht, darum kümmert sich der Rest. So. Ja, und wir sind tatsächlich, so wie es aussieht, bereit jetzt zum Abmarsch. Ohne Verluste durch die Mission gekommen. Zwar mit einem Bewusstlosen, aber ansonsten ohne Verluste. Und leider hat es The Ramen mal wieder nicht geschafft, seine Erschütterung wegzubekommen. Da wurde er leider vergiftet. Nichts wie weg! Ich habe alles daran getan, ihn so weit wie möglich da wegzuhalten. Naja. Geht kann man nicht immer was tun. So, Benny. Gehen wir! Und als letztes kommt natürlich noch der Grauton. Rück aus! Den wollen wir ja nicht hier lassen. Auch wenn er derzeit recht schlecht geschossen hat. Und weg. Packen wir die Sachen. Errungenschaft freigeschaltet, ein besserer Mensch. Wir haben, was wir holen wollten. Raus aus dem Gebiet. Sehr schön. Drei verwundete Soldaten. Okay. Hälfte der Leute sind verwundet. Aber ich glaube auch nur leicht. Eine schwere Verwundung sollte es eigentlich nicht geben. Ja, 6 Durchschnittsschaden pro Angriff ist jetzt nicht so hoch, wenn man bedenkt, dass wir eigentlich mittlerweile so unter anderem 15 Schaden dabei hatten. Das liegt vor allem daran, dass so viele daneben geschossen haben. Das muss man natürlich dann mal ausgleichen. Ja, ja. Und Bradford sitzt hier noch weiter rum. Gerade noch bewusstlos, jetzt schnackt er hier wieder mit den Leuten. Um The Ramen tut es mir immer so ein bisschen leid. Man weiß eigentlich jedes Mal, wenn er auf die Mission geht, er wird auf jeden Fall einmal getroffen und er wird auf jeden Fall mindestens einmal in Panik geraten. Das hat sich so irgendwie herausgestellt. Also, The Ramen ist so ein richtiger Panikmacher. So, dann bin ich mal gespannt. Vielleicht können wir damit sogar schon ein wenig gegen das Avatar-Projekt jetzt anwirken. Ein paar Punkte weniger könnte uns ganz gut tun. Oh, gleich 4 Beförderungen. Okay, eine schwere Verwundung für Jane King. Habe ich nicht gedacht, aber ja, okay. Die Sanitäterfunktion, die hätte uns gerade wirklich geholfen, dann machen wir das natürlich. So, Distanzschutz. So auch. So, hier. Grauton kriegst du auch nochmal. Immerhin, er hat einen Bonus auf Zielsicherheit bekommen. Das ist uns ganz nützlich. So, und hier. Benny kriegt auch nochmal Zerfetzert. Im Inneren des Anzugs haben wir etwas gefunden, das vielleicht der Prototyp für die scheinbar endlosen Truppen der Advent sein könnte. Mhm. Selbst wenn ich all meine Bemühungen einzig und allein auf diese Forschung konzentriere, wird es einiges an Zeit und Ressourcen kosten, dieses Exemplar vollständig zu analysieren. Oha. Das klingt nach einer großen Aufgabe. Aber es scheint was für die Schattenkammer zu sein. Ihre Erkenntnisse bei der Schmiede sind beunruhigend, Commander. Ha! Zwei. Wenn Zwei die Punkte. Aliens ihre Advent-Truppen in Massen sammeln oder produzieren, wird es für uns viel schwieriger, sie zu besiegen. Untersuchen Sie das mit Ihrem Team weiter.
Neues Ziel hinzugefügt. Unsere Schlagkraft schwindet, Commander. Wir sollten im Hauptquartier des Widerstands neue Rekruten suchen. Ich habe ein Auge auf all unsere Einsätze, Commander. Unsere Leute stehen bereit und erwarten ihre Befehle. So. Aber erstmal gucken, wir machen Fortschritte gegen die Aliens und es klingt, als würden wir die Aufmerksamkeit der Zivilisten in den Kolonien erringen. Für die Mannschaft ist es wichtig zu wissen, dass uns die Menschen dort draußen brauchen und unterstützen wollen. Es gibt einen Grund, um durchzuhalten. Ja, den Grund gibt es immer. Allein schon uns. So, wir gehen auf jeden Fall nochmal in die Guerilla-Taktik. Ah, okay, da ist schon jemand drin. Aber wir können eine neue Kampftaktik machen. So. Feinde lassen wir liegen. Um 10% erhöhte kritische Trefferchance. Das ist gut. Was haben wir hier? Soldaten verbluten eher als direkt zu sterben. Das ist wichtig. Das nehmen wir. Das könnte uns richtig helfen. So, und das können wir auch noch machen, aber da warten wir ab. Wir brauchen mehr Infos. In der Schattenkammer können wir jetzt das Projekt erforschen. Achso, wir sind beim Codex hier. Ja, dann machen wir erst das Codex hier. So, da sind wir jetzt. Zwei runter. Ich habe keine Zweifel daran, dass die Bergung dieser unbekannten Kreatur und die Zerstörung dieser Einrichtung einen Wendepunkt markieren, Commander. Ausgezeichnete Arbeit. Sehr schön. Ist doch schön, wenn man geschätzt wird hier. Wir könnten hier vorne Informationen bekommen und wir könnten, wie uns schon gesagt wurde, auf Sektor 1, die Arktis. Mal ganz schnell an unserer Einrichtung gucken, ob da was Neues ist. Vielleicht finden wir ja da wirklich mal. Willkommen, Commander. Leute. Aber nö, nicht wirklich. Wir können aber medizinische Unterstützung holen. So, eine Nachricht für Sie, Commander. Ich stelle sie in Ihr Quartier durch. Ui, okay. Ich habe viel vom Widerstand unter Ihrer Führung erwartet, Commander. Und Sie haben sich übertroffen. Sehr schön. Okay, wir haben Informationen über die aktuellen Aktivitäten der Aliens erhalten. Okay, entweder immer Gesichtslose. Mehr Infos. Okay, danach hätten wir nur ein Info, aber wir können jetzt nichts mit den Infos anfangen. Ja, dann würde ich tatsächlich eher die Gesichtslosen nehmen. Ja, bevor wir das machen, gehen wir erstmal da unten. Infos holen. Wo haben wir's? Kontakt herstellen. Wir hatten noch hier irgendwo Infos. Müssen wir vielleicht ein bisschen näher rein? Ich dachte, das war hier. Ich bin doch nicht verrückt. Hier war doch irgendwas mit Infos. Vielleicht ist das abgelaufen. Vorratslieferung. Kontakt herstellen. Aliens. Schneller heilen, okay. Eigentlich brauchen wir den Ingenieur jetzt nicht so wirklich. Dann machen wir den Kontakt. Dann haben wir das schon mal. Setze Kurs auf den mexikanischen Regionaltrakt. Ich habe auch gerade gesehen, Anpu ist auch wieder da. Gibt also zumindest schon mal wieder ein paar Spezialisten. Ha, da sind schon wieder eine ganze Menge da. Commander, wir machen Fortschritte beim Zusammensetzen dieses Dings. Aber es war nicht schön. Unsere Soldaten haben die Einheit komplett ausgeschaltet. Was wir hören, ist nur ein Nebenprodukt elektrischer Impulse. Glauben Sie mir, das Ding spürt schon lange keinen Schmerz.
Ich nehme Sie beim Wort, Doktor. Ich schicke Ihnen jetzt eine neue Sequenz. Das sind Koordinaten. Rückkehrkoordinaten. Wir haben einen Ausgangspunkt. Nun, teilweise. Da ist noch was. Etwas. Darunter. Einen Moment. Die Einheit versucht, weiteren Zugang zu verhindern. Das ist noch nicht alles. Ich verliere die entschlüsselten Daten. Fast geschafft. Nur noch das hier. Vergessen Sie die Daten. Es greift auf den Energiekern zu. Überbrückt meine Sicherheit. Steigert das Energieniveau. Teigen, die Verbindung trennen. So. Ja, das war knapp. Das ist wohl ein Notsicherungsprotokoll. Der Codex muss die Schnittstelle bewusst überladen haben, um weiteren Datendiebstahl zu verhindern. Aber ich glaube, ich war ihm einen Schritt voraus. Das sind wirklich enorm viele Daten. Ja, und wir brauchen noch etwas Zeit zum Entschlüsseln. Na, dann an die Arbeit. Ich glaube nicht, dass wir das nochmal hinbekommen. Ich fange mit der notwendigen Forschung und Vorbereitung an. Natürlich nur mit Ihrer Zustimmung, Commander. Wir sollten uns auch diese Koordinaten ansehen. Falls ich die verlorenen Daten rekonstruieren kann. Ich hoffe, das war es wert. Ja, hoffen wir es. Neues Ziel hinzugefügt. Okay. Wir machen Fortschritte, Commander. Ich habe unsere Ziele anhand der neuesten Erkenntnisse aktualisiert. Auf dem Feld tritt der Codex als anormale Form im ständigen Fluss auf, die scheinbar immer nur wenige Millisekunden in unserer Welt präsent ist. Er war jedoch offensichtlich nicht immun gegen die Wirkung konventioneller Waffen und hat sich aufgelöst, bevor er dieses Objekt zurückließ. Unsere Forschungen schreiten wie geplant voran, Commander. Das hört man gerne. Und wir sind mittlerweile von der Zeit auch sehr lang vorangeschritten. Deswegen mache ich hier mal wieder eine kleine Pause. Bis dahin. Ciao, ciao.